Herr Meier? Ja. Sie sind doch Gärtner, oder nicht? Ja. Das sieht aber aus, als würden Sie so einen Rasenmäher zum ersten Mal sehen. Ja, ich habe Schwierigkeiten. Wobei? Das geht doch... Beim Anlassen. Das geht doch ganz leicht. Mehr Kraft. Oh, das darf nicht wahr sein. Sie sehen ja, wie der Rasen aussieht. Das wird höchste Zeit, dass der gemacht wird. Ja. Und wenn ich Sie jetzt einstellen soll, dann... Aber... Das hat keinen Zweck. Nee. Haben Sie schon mal Kraftsport oder irgendwas gemacht? Ja, ein kleines bisschen. Kleines bisschen? Ja. Nee. Ich glaube, ich muss Sie mal in meine Visite nehmen. Das geht gar nicht anders. Ja, also, normalerweise habe ich keine Schwierigkeiten, aber... Also das ist ja nun... Das neueste altes, Modell? Nee, das ist kein altes, das ist ein neues. Ja. Dreiviertel Jahr alt. So sieht es aber nicht aus. Ja, das steht ja auch nur im Schuppen, ne? Ja, was machen wir jetzt mit ihm? Na, ich mach sie erstmal warm. Kommen Sie mal mit. Das geht so nicht. Gehen Sie mal darauf. Ziehen Sie sich mal die Hose aus. Was machen wir denn da? Also Kraftsport? Glaube ich nicht, dass Sie das mal gemacht haben. Und hier auch ganz weich wie Pudding. Was haben Sie denn noch so auf dem Kasten, außer Rasenmähen? Ja, doch, Kraftsport habe ich gemacht. Kraftsport? Ja. Das glaube ich nicht. Das ist alles ganz weich. Wir können ja mal Kräfte drücken machen. Ja. Mal sehen, wer da sieht. So. Bereit? Das darf ja wohl nicht. Kommen Sie mal her. So was Dämliches habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So, und das wird ja... Sie haben ja gesehen, bei mir läuft er. Und wenn Sie ihn jetzt nicht ankriegen und zum Laufen bringen... Ne? Oh, ich frage ihn nicht. Das hat keinen Zweck. Ich glaube, ich muss mit Ihren Vorgesetzten mal sprechen. Ich denke, Sie sind Gärtner. Ja. Na endlich. Oh, zu früh gefroren. Lassen Sie die Finger ab. Komm, verlassen Sie mein Grundstück. Das hat echt keinen Zweck. Also sowas Memmiges. Nichts dazugelernt. Ich werde den Chef anrufen.